Die Unmenschlichkeit der Menschheit kennt keine Grenzen. So passieren immer wieder schlimme Dinge, bei denen Tiere zu Schaden kommen und Menschen zu Monstern werden. Oft ist aber auch einfach Dummheit und fehlende Empathie schuld an dem ganzen Elend. Denn wenn man einfach mal seinen Kopf einschaltet und sich in die Tiere hineinversetzt, könnte man vielleicht verstehen, was falsch läuft. Der Besitzer von dem Hund Diesel ist ein Paradebeispiel für jemanden, den man gar nicht genug bestrafen könnte. Yukon liegt im Norden Kanadas und es ist dort kalt. Richtig kalt. So kalt, dass die Temperatur schon mal unter minus 30 Grad fällt. Die Bevölkerungsdichte ist sehr gering. Es gibt viele dichte Wälder, Berge und Seen. Es herrscht also die raue Natur. Dort wohnte jemand am Waldrand in einer Hütte, zusammen mit seinem Hund Diesel. Doch Diesel lebte nicht zusammen mit seinem Herrchen in der Hütte, sondern draußen. Und zwar sehr lange. Angeblich wurde er vom Haus angekettet, um als Wachhund zu dienen. Vier lange Jahre war er an der Kette, bei allen Wetterlagen. Mehr als die Hälfte des Jahres lag dort Schnee. Er musste seine Pfoten abwechselnd abstützen, da es viel zu kalt war und sie sonst eingefroren wären. Da er schon so schwach war, wurde er nachts von wilden Tieren angegriffen und musste ständig auf der Lauer sein. Andere Hunde haben ihn gebissen und er hatte sogar einen Kampf mit einem Pferd. Es hatte ihm ins Gesicht getreten und dabei hatte er viele Zähne verloren. Trotzdem blieb er weiterhin angekettet. Tierretter entdeckten ihn eines Tages. Sie befreiten ihn sofort von seiner lästigen Kette und ließen ihn nach Vancouver fliegen. Dort wurde sich in einer Praxis gut um ihn gekümmert und er lernte nochmal den Kontakt zu Menschen. Diesel hat es nach 4 Jahren endlich geschafft. Doch ohne die Tierretter wäre er an der Kette gestorben. Die Strafe für den Besitzer ist nicht bekannt. Doch man kann davon ausgehen, dass in dieser Hinsicht nichts passiert ist. Er sollte meiner Meinung nach auch 4 Jahre an die Kette. In Eis und Schnee. Was meint ihr? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch weitere Videos von mir anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.